Herzlich willkommen meine Freunde zu einem Tipps- und Tricks-Video zu Marvel's Avengers. Ich spiele das Spiel ja jetzt schon eine Weile. Es sind auch einige Videos schon im Kasten. Also es könnte tatsächlich sein, dass der ein oder andere Tipp noch in den anderen Videos aufgegriffen wird, weil die schon aufgenommen sind. Aber ich möchte mit euch jetzt auf die besonderen Sachen eingehen, die ihr beachten solltet, wenn ihr Marvel's Avengers anfangt, wenn ihr, auch wenn ihr schon ein bisschen weiter seid. Ja, vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Trick. Oder das ein oder andere Easter Egg oder so, was ihr noch nicht ähm, entdeckt habt. Und wir wollen mit den Gruppierungsmissionen anfangen. Ich bin hier in der, F in der Haut, in der Rüstung von Captain America unterwegs. Und der erste ah, ja. Ja, Gruppenoffizier er. oder Gruppenkoordinator, wie es hier heißt, ist Alisande Morales. Mit der reden wir zuerst. Und hier haben Leute. wir helfen, ähm, die ganzen. Gruppenmission. ja. Ihr habt jeden Tag acht von diesen Gruppenmissionen. Hier sehen wir in einer Stunde 37 läuft das Ganze aus. Dann haben wir 7 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. 7 Uhr abends ähm, laufen die Dinger aus und dann könnt ihr euch neue holen. Und wie wählt ihr eure Sachen aus? Und wie guckt ihr, ob ihr die schafft? Gar nicht. Ihr wählt einfach alle aus. Alle aus. Ihr nehmt alle mit. Denn diese Mission. Okay, ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Sie liebt es. Ähm, egal, ob ihr ähm, diese Mission beachtet oder nicht, ihr nehmt immer alle mit. Alle Missionen hier von Shield und dann habt ihr noch eine tägliche Mission, die ihr einmal am Tag spielen könnt. Dafür bekommt ihr dann noch mal extra viele Punkte. Solltet ihr auch einmal am Tag mitnehmen. Das Besondere an diesen Aufträgen ist, ihr braucht keine besondere Mission. Ihr könnt in jeder Mission jeden Auftrag ähm, schaffen. Und eigentlich macht ihr das nebenbei. Deswegen nehmt alles mit, was ihr finden könnt bei Alisande. Könnt diese ganzen Aufträge nach und nach erfüllen. Dann steigt ihr im Rang höher. Und das bedeutet, ihr bekommt im ähm, Shield Shop sozusagen dann nicht nur eure Level-Ups und die Belohnungen dafür, sondern auch immer besseres Gear, was ihr euch da kaufen könnt. So, jetzt sind wir im Ameisenbau. Ihr habt nämlich nicht nur euren Heli-Carrier, wo ihr euch wahrscheinlich die meiste Zeit aufhalten werdet, wenn ihr zwischen den Missionen rumlaufen möchtet, aber ihr habt eben auch diese Location hier, den Ameisenbau. Der funktioniert ähnlich wie der Heli Carrier. Hier habt ihr auch einen Gruppenkoordinator und das ist sie hier. Sarah Garza, wenn ihr mit der guten Dame redet, okay, habt ihr genau das gleiche wie schon bei Shield. Ihr habt jeden Tag eine ähm, ja, eine Mission, die ihr erfüllen könnt für die Inhuman Allianz, das andere war die Shield Allianz. Habt ihr ebenfalls diese Aufträge, die sich auch immer zur gleichen Zeit aktualisieren? Und hier passiert genau das Gleiche: Ihr nehmt alles mit. Ja, ihr nehmt alles mit und der Rest kann euch egal sein. Ähm, wie ihr zu diesem Ameisenbau kommt, das war mir auch nicht von Anfang an klar. Ihr könnt hier an diesen War Table gehen. Dann dauert das einen kleinen Augenblick und dann habt ihr hier euren Carrier. Wenn ihr da drauf geht, habt ihr hier unten Außenposten. Ja, Wenn ihr da hinreist, kommt ihr zum Carrier. Wenn ihr vom Helikarrier hier hin wollt, in den Ameisenbau, dann geht ihr in die Utah Badlands und hier aktuelle Position. Das ist dann der Außenposten, wo ihr hinreisen könnt. Und so kommt ihr jederzeit zum Ameisenbau. Denn auch hier gibt es natürlich mit der guten Dame da hinten, Dr. Madame Curie Maddy Cho, einen. Ähm, weiteren Allianzhändler, nenne ich ihn mal, einen Inhuman Händler, wo ihr ebenfalls eure Ränge abholen könnt, die Belohnungen dafür und wo ihr auch wieder neue äh, Gier freischalten könnt und dementsprechend Gier kaufen könnt. Kommen wir als nächstes zu den Sammlungen hier oben. Wir gehen einmal auf Sammlung, da habt ihr dann Comics, Informationen und Codex. Codex sind eure Gegner, Informationen sind solche Sprachdateien. Und Comics sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Man denkt, das ist nur Sammelkram. Auch da gehe ich in einem Video nochmal ein bisschen näher drauf ein, in einem anderen Video, denn ihr müsst sehen, aktuell läuft ja noch die Kampagne. Ich glaube, heute ist sogar der letzte, das letzte Video der Kampagne. Das nebenher nehme ich natürlich schon die ähm, ikonischen Missionen für euch auf, aber... Ich denke mir, ich will euch das nicht vorenthalten und so schnell wie möglich diese Tipps weitergeben. Wir haben hier die ganzen Comics und erstmal denkt man sich, okay, das ist nur Sammelkram, aber weit gefehlt. Denn wenn wir auf diese Comics gehen, sehen wir auf der rechten Seite die Set Boni. Denn jedes Comic gibt euch einen bestimmten Bonuseffekt, zum Beispiel 0,5 Willenskraftwiederherstellung und das geht immer so weiter. Jedes Comic hat einen Effekt und das gilt für jedes Set. Ja, Ihr habt hier ein sechser Set, also habt ihr auch sechs verschiedene ähm, Perks, die ihr quasi bekommt. Hier haben wir ein neuner Set, ich habe aber erst vier Comics davon gefunden, also haben wir vier Bonusse. Und das Interessante daran ist nicht nur, dass ihr auf der linken Seite ein paar interessante Fakten über das jeweilige Comic habt, ihr seht auch weiter unten bei Sammlung Rang 1, dass das noch gar nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ihr könnt nämlich jedes Comic fünfmal sammeln. Wenn ihr das fünfmal gesammelt habt, steigt ihr auf und... Da steht es auch Sammelausgaben doppelt, um den Werte, die Werteboni zu erhöhen. Das heißt, selbst wenn ihr immer wieder das gleiche sammelt, ist das gar nicht ärgerlich, denn das Ganze steigt im Rang auf und somit erhaltet ihr weitere Effekte. Ähm, hier habt ihr jetzt zum Beispiel die Captain America-Serie, das zählt aber nicht nur für Captain America, sondern für alle eure Charaktere. Jedes Setboni, ähm, was aktiv ist, zählt für jeden einzelnen Charakter. Also gar nicht ärgern, wenn ihr irgendwo in der Kiste ein olles Comic findet, ähm, denn eigentlich ist das ziemlich nice. So sollte Sammelkram in Videospielen sein, denn in diesem Fall bringt er euch auch was. Der nächste Tipp ist eher ein Tipp für alle Ungeduldigen, die unbedingt so schnell wie möglich ins Endgame wollen und so schnell wie möglich einen Helden nach oben pushen wollen. Dann ist natürlich die Devise, konzentriert euch auf einen einzigen Helden. Egal wen, nehmt euch den, der euch am liebsten ist, konzentriert euch auf den, macht alle Missionen mit dem, ähm, pusht den ins Unermessliche, macht die Harm-Mission von ihm. Und dann kommt ihr so schnell es geht auf die Stufe 50 von eurem Charakter und je nachdem wie schnell und wie viel Glück ihr habt bei dem Loot, seid ihr auch relativ zügig auf Stufe 150, was die Kraft angeht. Ähm, wichtig hierbei ist, es gab einen Level-Glitch im Harm-Modus, wo ihr die ganze Zeit leveln konntet und irgendwie alle zwei Minuten quasi ein Level aufgestiegen seid. Diesen Glitch gibt es nicht mehr. Ich persönlich habe den Glitch auch nicht benutzt. Ja, sieht man ja hier dran. Er ist immer noch auf Stufe 29, Kraft 45, der gute Captain. Ähm, eine kleine Empfehlung von mir. Konzentriert euch vielleicht lieber auf zwei Helden. Einen für den Fernkampf und einen für den Nahkampf. Für den Fernkampf empfehle ich auf jeden Fall den guten Iron Man. Er ist der beste Fernkämpfer aktuell, den es im Spiel gibt. Niemand hat irgendwie geilere Attacken oder machen mehr Schaden. Des Weiteren könnte man auch Black Widow als Fernkämpferin... Pushen und sogar Captain America mit der richtigen Ausrüstung, aber grundsätzlich gilt, Iron Man ist der stärkste Fernkämpfer, den es aktuell gibt. Als Nahkämpfer könnt ihr dann präferieren, wen ihr wollt. Ähm, ja, ich würde Captain America nehmen, einfach weil ich gerne mit ihm spiele, aber ihr könnt genauso Hulk nehmen oder Miss Marvel oder Thor. Ähm, das macht keinen Unterschied. Allerdings ist das auch nur ein Tipp für Leute, die sehr ungeduldig sind. Ich persönlich habe lieber eine Vielfalt, ich mag die Abwechslung und ich spiele wirklich mit jedem Helden immer mal so ein bisschen, versuche die Tagesmission zu machen. Ähm, ich hetze mich nicht unbedingt, um jetzt so schnell wie möglich ins Endgame zu kommen. Es wird schon schnell genug gehen, dass wir da landen. Dann kommen wir noch ganz kurz zur Ausrüstung der jeweiligen Helden und da ist es bei allen Helden gleich, das Motto ist, alles, was nicht selten ist, ist Schrott. Das ist tatsächlich so, also wenn ihr hier sowas Ungewöhnliches habt oder sogar das Graue, dann ist es häufig, egal was es ist, egal ob es eure ähm, Punkte hier ein bisschen verbessert, ganz egal. Grün und Grau ist immer Schrott. Das könnt ihr direkt weghauen. Vielleicht ganz am Anfang, ähm, wenn ihr seht, so, ja, das bringt mir jetzt irgendwie 30% mehr Nahkampf. Dann könnt ihr das natürlich noch nehmen. Aber wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und ein bisschen legendäres Zeug bekommen habt, dann ähm, schmeißt die grüne Ausrüstung direkt weg. Ihr braucht gar nicht zu gucken, was das kann oder die graue Ausrüstung. Das kann alles sofort gelöscht und in ähm, Ressourcen umgewandelt werden. Bei selten könnt ihr anfangen, ein bisschen zu gucken, aber auch die seltenen sind irgendwann überflüssig, aber natürlich am Anfang sind die noch okay. Danach episch und legendär, da solltet ihr auf jeden Fall die Augen aufhalten, besonders was die ganzen Ausrüstungsvorteile angeht und die Sternebewertung. Ähm, die Sternebewertung ist mehr so ein Richtwert, ähm, wie gut harmoniert dieses Ausrüstungsteil, ähm, diese Vorteile, die ihr habt, mit eurem Charakter und mit der anderen Ausrüstung. Ja, also fünf Sterne ist natürlich mit am besten. Legendär ist sowieso immer gut. Wenn ihr alles von Starks Industries habt, zum Beispiel, oder alles von Shield, dann gibt es auch nochmal Vorteile. Ähm, schaltet euch auch ruhig die Vorteile frei. Ihr habt am Anfang, wenn ihr ein paar Stunden gespielt habt, genug Ressourcen, um direkt eure Vorteile zu boosten. Und ähm, fahrt damit auch sehr, sehr gut. Es gibt allerdings noch eine höhere Stufe als legendär und das ist wie bei diesen Artefakten hier, nämlich exotisch. Ähm, nicht nur diese Artefakte können exotisch sein, sondern auch eure normale Ausrüstung kann im Endgame exotisch werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt man denn an exotische Ausrüstung? An die kommt ihr nicht einfach, wenn ihr irgendwelche Abwurfsmissionen macht oder Bunkermissionen. Nein, ihr kommt nur an exotische Ausrüstung, wenn ihr im Endgame-Content seid. Artefakte kann man sich so erspielen, die bekommt ihr irgendwann im Laufe der Zeit. Die lassen sich auch nicht ähm, löschen oder zu Material verarbeiten. Die habt ihr und die kann jeder Charakter dann auch benutzen. Aber, ähm, ihr kriegt nur in diesen Missionen hier, in diesen Stocked-Missionen, da bekommt ihr exotische Ausrüstung, aber auch nur, wenn ihr im Endgame seid. Ich zum Beispiel würde jetzt nur epische Sachen bekommen. Je nachdem, wie weit ihr seid, kommt ihr da natürlich weiter. Und zu den Missionen sage ich euch jetzt auch noch was. Hier habt ihr zum Beispiel einige ikonische Missionen, die ich gerade für euch ein bisschen aufnehme. Und da werden auch noch separat Videos zu kommen, wo wir einfach die Mission spielen. Aber diese Mission, wenn ihr sie habt, schließt sie auf jeden Fall ab. Das ist sehr wichtig, das bringt euch weiter. Das schaltet vor allem weitere Multiplayer-Missionen frei, an die ihr sonst gar nicht rankommt. Genauso wie die Bunker-Missionen. Hier zum Beispiel macht diese ganzen Bunker-Missionen, macht diese oberste Herrschaftsmissionsreihe und spielt auch die harm mission alle durch mit euren Helden und mit eurer Heldengruppe. Denn auch dann schaltet ihr noch weiter. Weiteres Content, äh, noch weiteren Content im Multiplayer-Modus frei. Dann wollen wir noch ein bisschen auf die Fähigkeiten eingehen, beziehungsweise auf die Fähigkeitenpunkte. Ich habe aktuell null Punkte mit Captain America, aber ihr seht, ich habe alles freigeschaltet, was bei Primär ist. Das solltet ihr auch als allererstes tun und euren Fokus auf die leichten, schweren und Fernkampfangriffe setzen. Genauso wie die intrinische Fähigkeit. Intrinische Fähigkeiten ist, wenn ihr R2 drückt oder mit R2 kontert, ähm, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Eure Gegner und euren Gegnern einzuheizen. Ähm, danach könnt ihr euch natürlich auf die Spezialisierung stürzen. Das habe ich bereits getan. Das sind eure Heldenfähigkeiten, eure drei, und eure Bewegungsfähigkeiten. Die Bewegungsfähigkeiten sind in den meisten Fällen schon alle freigeschaltet. Deswegen konzentriert ihr euch natürlich erstmal auf die Heldenfähigkeit und pusht diese. Danach. Wenn ihr das alles gemacht habt, wenn ihr da so weit seid und sagt, okay, ich habe jetzt soweit alles, was ich haben wollte, ich habe zwar nicht alles freigeschaltet, aber das meiste, erst dann kümmert ihr euch um die Meisterschaft. Und hier geht es dann ins Detail. Da gehe ich vielleicht in einem anderen Video nochmal drauf ein, denn hier schaltet ihr erstmal eure Meisterschaftsfähigkeiten äh, frei und danach könnt ihr euch eine Seite oder ein Perk quasi aussuchen, welches ihr verwenden möchtet. Ihr könnt nicht alle ähm, Sachen. Ausnutzen, beziehungsweise braucht ihr auch nicht alle Sachen freischalten, wenn ihr wisst, ich brauche diese Sachen sowieso nicht, weil mein Spielstil ist ein ganz anderer. Deswegen erstmal vorneweg immer um das Primäre kümmern, weil das sind die Aktionen, die ihr die ganze Zeit im Kampf benutzt und das ist auch das Wichtigste. Danach kommen die Heldenfähigkeiten, die benutzt ihr am zweithäufigsten und die Meisterschaft, da geht es dann ins Detail, um euren Charakter ähm, und euren Helden zu perfektionieren. Noch ein kleiner Tipp in eigener Sache, und da sehen wir sie auch schon, unterschätzt Miss Marvel nicht. Ich habe mir jetzt ein paar Videos angeguckt von YouTube-Kollegen, die ähm, sich total auf Iron Man fixieren. Ganz viele fixieren sich noch auf Thor. Aber bitte unterschätzt Miss Marvel nicht. Miss Marvel ist einer der besten, vielseitigsten, stärksten und am einfachsten zu spielenden Charaktere, die es aktuell gibt. Aktuell gibt es ja nur die sechs. Ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, aber Miss Marvel wird permanent unterschätzt. Und das, obwohl man die meiste Zeit der Story mit ihr spielt. Es sieht natürlich nicht so genial aus, wenn sie mit ihren Armen da schlackert, aber insgesamt ist Miss Marvel wahrscheinlich der beste Charakter, den es aktuell im Spiel gibt. Spiel gibt. Jeder hat so seine Spezialitäten, aber Miss Marvel ist ein Hybridcharakter, die alles kann. Man kann bei ihr allerdings auf Fernkampf verzichten und auf die anderen Sachen konzentrieren und dann habt ihr einen sehr, sehr vielseitigen und immens starken Charakter, der euch vor allem in diesen Stock-Missionen helfen wird, der euch vor allem im Endgame-Content extrem helfen wird, denn wenn ihr euch auf Iron Man oder so konzentriert, dann seid ihr darauf angewiesen, dass ihr wirklich mit Fernkampf gut arbeiten könnt. Bei ihr kann man einfach in den Nahkampf trotzdem ein bisschen auf Entfernung kämpfen, sie hat sehr coole Moves, sie hat ein gutes Ausweich- ähm, Ausweichmodell, sie hat diesen Polymorph, den man jederzeit einsetzen kann, wo man sich vergrößern kann, wenn ihr R2 gedrückt haltet, wo ihr eure Reichweite noch mal immens verlängert. Deswegen ein kleiner Tipp am Rande, unterschätzt niemals Miss Marvel. So, kommen wir zum vorletzten Tipp dieses Videos und das machen wir mit Iron Man, denn wir sehen ja hier die täglichen und wöchentlichen Aufgaben. Der beste Weg, diese Aufgaben zumindest in den meisten Fällen zu schaffen, das geht natürlich nicht immer, es kommt auf die Aufgabe an, ist es in eure Harm-Mission des jeweiligen Helden reinzugehen, auch ruhig auf die leichteste Stufe, damit es schön schnell geht und dort die Missionen abzuarbeiten. Wir haben hier einmal die wöchentliche Mission, besiege aus der Luft 60 Gegner, das ist super einfach. Das ist aber auch in jeder Mission einfach. Dann haben wir jetzt aktuell für den heutigen Tag besiege ähm, Gegner mit Sprint- oder Ausweichangriffen. 15 Stück, das ist innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ihr geht in eure Harm-Mission. Ihr habt hier, das ist eure erste Aufgabe. Eigentlich sollt ihr hier Paraden ausführen und dem Ganzen hier ausweichen. Wir haben nur einen einzigen Gegner, deswegen stört er uns nicht. Und was machen wir mit diesem Gegner? Wir machen natürlich nicht unsere Aufgabe, sondern verprügeln ihn ein bisschen. Bis ihr nur noch wenig Energie habt, nehmen ein bisschen Anlauf, machen diese Sprint-Attacke. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Vorführeffekt. Effekt. Wir machen hier das beim nächsten. Normalerweise macht man eine Kombination. Dann lebt der Gegner noch. Man nimmt Anlauf, Sprintattacke. Und hat ihn damit besiegt. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir, es hat gezählt. Es sind nur noch zwei von diesen Robotern nötig. Ähm, die kommen immer wieder, bis ihr eure. Ähm, bis ihr eure Aufgabe halt erledigt habt, wenn er euch trifft oder euch, ähm, oppala, oder euch sogar tatsächlich besiegt, ist es gar nicht weiter schlimm, denn egal ob ihr sterbt oder nicht, diese ähm, Aufgabe bleibt ja trotzdem geschafft. Also euer Fortschritt in den täglichen Missionen bleibt gespeichert, egal ob ihr ähm, die Mission neu macht oder nicht. Ich kann es ja mal vorführen. Wir können einmal gucken. Wir sind hier. Bei 93%. Wir müssen es nur noch ein einziges Mal machen. Wir können auch kurz warten und uns schlagen lassen. Naja, der ist jetzt da ein bisschen down. Deswegen ne, machen wir es einfach so. So, jetzt sind wir drauf gegangen. Es wird einfach neu geladen. Das sollte auch gar nicht lange dauern. Wenn ihr einmal in der Harm-Mission drin seid, sind die Ladezeiten wie hier relativ schnell. Das drücken wir weg. Und dann haben wir hier immer noch den einen Versuch, den wir machen müssen. Wir gehen auf ihn los. Lassen uns jetzt am besten nicht wieder verprügeln. Mit Anlauf, Sprintattacke. Das war's. Und Kontaktsystem abgeschlossen. Hier sehen wir es. Das Ganze ist geschafft. Wir haben uns die drei Punkte für die tägliche Mission geholt. Und fertig. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Sachen. Betäube Robotergegner. Auch das könnt ihr in den Harm-Missionen machen. Ähm, ihr könnt. Besiegegegner mit Heldenangriffen könnt ihr auch in den Harmen-Missionen machen. Bei manchen, wenn ihr natürlich Ausrüstung einsammeln sollt oder sowas, das geht dann nicht in den Harmen-Missionen. Aber die meisten Sachen gehen wirklich ganz locker und ganz schnell in diesen Missionen. Unsere eigentliche Mission ist nämlich hier, das immer auszukontern. Wenn wir das dreimal geschafft haben. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist so ein Special Effekt von seiner Ausrüstung. Bei bestimmten Angriffen und Verteidigungen haben wir eine paarprozentige Chance, diese ähm, Raketen zu schießen, die ein Gravitationsfeld entzünden. Ähm, so, dann habt ihr das geschafft. Wenn ihr merkt, okay, die erste Mission eignet sich vielleicht nicht ganz, um meine Aufgabe zu erledigen, dann könnt ihr auch in die nächste Mission springen, wo ihr vielleicht mehrere Gegner habt. Und wenn ihr jetzt aus der Luft jemanden besiegen müsst, dann könnt ihr das einfach von hier machen. Und die spawnen immer wieder neu. Müsst halt ein bisschen ausweichen. Ansonsten die ganze Zeit schießen. Und könnt so eure ganzen Missionen richtig, richtig einfach erledigen. Nebenbei bekommt ihr auch noch ein paar Erfahrungspunkte, wenn ihr die besiegt. Und am Ende der haben-Mission ein Comic, wo ich ja auch schon drauf zu sprechen gekommen bin. Uns interessiert das jetzt hier mal gar nicht. Wir gehen zurück auf unseren. Helicarrier und da zeige ich euch dann ein kleines Easter Egg. So, wir sind zurück auf dem Helicarrier und ich habe euch ja gesagt, das letzte Ding ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Tipp, sondern mehr ein kleines Geheimnis, ein Easter Egg, ein bisschen Fanservice. Ähm, wir sind hier mit Captain America und ihr könnt es mit jedem Charakter machen. Geht mal in die Kabine von Thor, auch wenn es sich nicht gehört und unanständig ist, in fremde Kabinen reinzugehen. Man kann da hineingehen, besonders bei Thor lohnt es sich, denn wir sehen schon, What? da ist was Weißes. Er ist nicht da. Wo hat er das alles her? Ne, das ist ganz toll hier. Da sagt er ein bisschen was dazu. Aber das Wichtige ist natürlich Thors Hammer. Denn wenn wir mit den Charakteren hier hingehen, und zwar egal wen, dann können wir versuchen, Thors Hammer aufzuheben. <laughs> naja. Das war nix, würde ich sagen, aber der Hammer ist weg. Normalerweise verschwindet der Hammer nicht einfach so. Ähm, aber jeder Charakter macht das, dann sagen sie auch ein bisschen was. Ähm, ich finde, es ist ein ganz cooles Easter Egg, zu versuchen, den Hammer von Thor aufzuheben. Das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Video, mit diesem kleinen Tipps und Tricks Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Like dalassen oder einen Kommentar. Vielleicht war ja auch der ein oder andere Tipp dabei, den ihr noch nicht wusstet oder den ihr versucht umzusetzen. Vielleicht das mit den Comics oder so. Das war mir selber auch erst etwas später aufgefallen, dass die Comics zum Beispiel überhaupt irgendwas zu irgendwas nützlich sind. Ähm, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, Rindje hauen, bis zum nächsten Mal.